So, Hallöchen, wir versuchen uns weiter an unserer Quest. Diesmal habe ich mich dazu entschlossen, wir nehmen wirklich nichts mit außer eine Mosin und die Scaff-Weste und so. Na gut, haben wir schon mal eine Rüstung gefunden. Ich weiß prinzipiell gar nicht, ob hier unten auch einer spawnen kann. Was ist dort hinten? Egal. Für was gehen wir? Wir werden so oder so wieder dort hochgehen, hier hoch gleich und dort uns versuchen, eine Position auf jemanden zu holen. Naja, es hat der aus der letzten Folge, der uns zuletzt gekillt hat, der war, ich glaube, der hat ein Killer-Helmet auf. Ich das richtig gesehen hätte, der hat allgemein auch komplett schwarze Klamotten an, also Slick vielleicht oder so. Ich sag mal alles im Bereich des Möglichen. Der Sniper-Skiff rennt dort schon ein bisschen rum. Na. Земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Смотри, пули. Шаде, schöne Weste, aber naja. Ist voll. Dann gehen wir mal da Richtung Pier gucken. Letztes Mal wollten sie dort alle hin und heute. Nicht ein einziger auf dem Weg zum Pier. Schon mal keine Scaffs. Also können wir dort schon wieder vergessen. Was uns aber jetzt nie davon abhält, einfach auch hier hinzugehen.
Ich kann mal ein paar Leute anlocken dadurch. Wenn ich aktuell immer zu viel habe, sind Scaffwesten. Nehmen sie trotzdem mal mit. Wirklich, das ist auch wirklich wichtiger Loot, den wir hier finden. Die Quest macht auch gerade keiner. Ich will aber gerne, genau, wir laufen hier zurück. Das ist prinzipiell geringer. Was ist geringer? Hier ist gefühlt gar keiner. Gefühlt ist nicht mal jemand auf der Map unterwegs, kann das sein? Anatomisch komisch. Cottage. Auch noch mal Richtung Cottage einsortieren. Scaff Island auch stark. Sehe ich von hier ohne. Ich sehe mal kurz die Waffe, falls es hier zum Nahkampf kommt. Ausdauer haben wir noch ein bisschen.
Alles klar. Also wenn der nie. Gut, der kann den Schuss gehört haben, aber mich direkt zu entdecken. Ich lasse es mal so stehen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir probieren es nochmal. So langsam weiß ich auch nicht mehr. Ich will direkt dort hoch eigentlich. Dass wir auf irgendjemanden Position kriegen und den abknallen können. Also der von gerade eben. Ich habe ihn mal fürs Cheaten gemeldet. Weil prinzipiell war das. Ich kam über den Hügel und der ist sofort geturnt und da reingelaufen, dreht sich um und schießt direkt. Wirklich, also wirklich knapp. Ich bin ja so gegangen, dass ich so ein bisschen durch die Tanne gucken kann, aber der hat mich ja gar nie gesehen. Ich habe ihn ja auch gar nicht gesehen. Also dann hat er vielleicht meinen Fuß oder so gesehen, aber ich bezweifle, dass das legit war. Und wenn war er einfach, dann war er weit über Level 50 wahrscheinlich oder Level 70. Ist einfach ein geisteskrank guter Spieler. Aber dann wird ihm auch nichts passieren. Aber prinzipiell war das, was ich gesehen habe, für mich erstmal komisch. Dann bleiben wir halt hier. Drüben irgendwo was? Nee. Das kann ja nicht sein. Hier sind so viele Spawnpunkte, dass hier keiner langkommt. Ich krieg schon einfach einen Headshot. Ich gehe trotzdem hier rum und gucke, dass ich zum E-Werk irgendwie komme. Es ist. Naja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber so macht es das Spiel halt kaputt. Von jemandem, der wirklich. Du tauchst auf seinem Bildschirm. Off und wenn es der kleinste Pixel ist und der macht einen kompletten Hardturn, springt wie ein Wahnsinniger zurück in seine Deckung und mir will jemand erklären, dass das normal sein soll. Schwierig, würde ich jetzt eher weniger den Leuten kloppen. Also ihr könnt es mir gern mal reinschreiben. Oh. Ich für meinen Teil
Lass es mal so stehen, wie. Da wird wohl schon einer sein, der da was ausnutzt. Gut, prinzipiell, der könnte ein Thermal haben. Das sind alles Sachen, über die wir noch gar nicht geredet haben, aber dann hätte er mich ja vorher auch nicht sehen können. Also warum springt er in Deckung? Ich war ja gar nicht da. Zumindest für 90% der Spielerschaft wäre ich nicht da gewesen. Das klingt wie Sunnytown. Also, es wäre dort hinten wieder Action, da könnten wir uns vielleicht einmischen. Lebt er? Ne, der lebt. Oder? Lebt er nicht. Sah komisch aus. Irgendwo hier hinten, dort hinten schießt's. Was mich immer interessiert ist, wenn solche Leute in Gruppen spielen, mit mehreren Leuten, und dann wegen Cheaten gebannt werden, was sagen die denn dann? Ich habe keinen Bock mehr Tarkov zu spielen. Das fände ich mal ganz interessant. Kannst du das auch nochmal kurz angucken? Also ich stand hier. Hier. Ist das Tor. Extra so hingestellt, dass ich es noch ganz knapp sehe. Ich will ja jetzt niemanden in die Pfanne hauen, aber egal, wir campen hier oder so. Und versuchen uns eine schöne Zeit zu machen dort. Tunnel haben wir sowieso. Das ist so manchmal aber der Punkt, wo ich sage, da hätte ich schon Bedürfnis zu sagen, na gut, mir reicht es dann auch. Klar, es wird es immer geben. Aber es gab ja letztens erst das Video, wie häufig doch das wirklich auftritt. Und das fand ich halt krass.
Mit, wo bist du denn? Der hat auf den aber geschossen. Es klingt auch wie aus der anderen wie eine Mosin. Ah, wo ist der andere? Wo ist der andere Mosin-Man? Das ist so anstrengend, wirklich. Suchen wir bloß mal einen Spieler. Doch komisch, hier sind auch gar keine Skiffs. Jetzt war doch hier vorne irgendwo.
den jemals finde. Der schießt die ganze Zeit, aber ich sehe ihn nicht. Sonst nur das Flugzeug. Ach, das war nur ein Spieler. Der Scav schießt auf mich, obwohl der gleich einen Meter weiter steht. Naja, letzter Versuch, dann reicht's mir. So, letzter Versuch. Wir haben uns versammelt, um den Größenwahnsinn zu feiern. Nee, ich habe einfach jetzt keinen Nerv mehr und wir haben einfach richtiges Gear angezogen. Das, was ich gerade noch als dickstes Gear übrig hatte. Jetzt will ich hier ein bisschen in den Schatten. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Also nochmal, wir haben das Slick an, wir haben das, wir haben die dicke Wumme. Denke, damit könnte man sich sehen lassen. Und trotzdem werden wir niemanden sehen. Das ist wirklich immer wieder belastend. Es ist einfach wieder schlimm. Rufen wir einfach weiter in die Richtung. Okay, Richtung Sägewehr, Richtung Wasserkraftwerk oder Wasserwerk oder wie auch immer man das nennen möchte. Und gucken, ob wir dort was finden. Es kann doch so nie weitergehen.
Super, da haben wir unser erstes Opfer gefunden, aber den nicht tot gekriegt. Los geht's. Wisst ihr, was er vergessen hat, der Trottel? Weder eine Skeffest, noch eine Balaklava auf. Ich bin wirklich, ich hasse mich selber so sehr. Keine Sorge, ich ärgere mich genug. Jetzt gibt es hier auf immer auch keine NPCs mehr oder was? Dieses Spiel ist so random geworden. Mal wenigstens jetzt noch das Magazin wieder voll machen. Ansonsten werden wir jetzt einfach klar rausgehen. Das tut weh.
Das tut richtig dolle weh. Die Pretty sind los. Oh, da wacht doch klar ein Zwerg auf, da passt das tatsächlich ganz gut. Hier Schluss. Dann haben wir heute wieder ein bisschen was geschafft. Und dann reicht das auch. Und naja, das ist jetzt am Ende bei eigener Dummheit, aber man muss auch manchmal bestraft werden dafür, dass man dumm ist. Oh, ich war dann so drauf fixiert, dass mich das so ankotzt. Dass ich mir gesagt habe, na gut, jetzt nimmst du das dicke Zeug mit. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Egal, das machen wir aber demnächst einfach nochmal. Ich bedanke mich natürlich bei euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.